Okay, heute zeige ich euch, wie man bei Xbox 360, also bei seinem Account, Gamerscore hackt. Zuerst braucht ihr das Programm Explore 360. Das kann man im Internet oder so runterladen. Müsst ihr googeln oder so. Dann braucht man ein Transferkit und eine Memory Unit, um seinen Account auf den PC zu ziehen. Und das Programm Explore 360 ist dafür da, womit man die Memory Unit öffnen kann und seinen Account dann halt auf dem Desktop ziehen kann. Wie ich es zum Beispiel getan habe hier, wie man sehen kann. Dann braucht ihr das Programm Xbox 360 Profile Editor. Mit dem öffnet ihr das. Ich habe das schon mal alles vorbereitet, damit es schneller geht. So, jetzt befinden wir uns hier in dem Programm. Also, wenn ihr Gamerscore hacken wollt, dann öffnet, ihr geht ihr auf Open File. Dann sucht ihr das halt auf dem Desktop. Das ist in diesem Fall dann den Account. Ja, das geht jetzt hier halt nicht, ne? Weil ich den ja schon geöffnet habe, den Account. Und den kann man ja nicht zweimal öffnen. Deswegen kam jetzt gerade diese Fehlermeldung. Und zwar zeige ich euch das jetzt, das Ganze. Also jetzt haben wir zum Beispiel Gears of War. Ah, das hängt ein bisschen das Programm, aber ist nicht so schlimm. Also ich zeige euch das jetzt mal, das Ganze hier. Zum Beispiel, ihr wolltet jetzt einen Gefängnisausbruch freischalten oder irgendwelche anderen diversen Erfolge von Spielen. Also zunächst klickt ihr den Erfolg an. Hier steht, wie viel Gamerscore gibt und was man halt machen muss, um den Erfolg zu kriegen, wenn man den ehrlich spielen würde und nicht hacken würde. Also am besten ist immer, ihr hackt die ganzen Erfolge auf Offline, weil online könnte das zum Reset führen. Zum Beispiel, man sollte mit dem Cheaten nicht so übertreiben, am Tag vielleicht nur so 200-300 Gamerscore holen, aber jetzt nicht direkt übertreiben und 70.000 oder so einen Tag machen, weil dann kriegt man ganz schnell ein Reset. Und Unlock All natürlich nie machen, weil die ganzen Erfolge gehen alle nicht in der Reihenfolge, also gehen alle durcheinander. Das fällt dann auf, wenn man halt eine Beschwerde kriegt. Microsoft kontrolliert das Ganze und dann hat es schneller als man denkt ein Reset. Deswegen immer, merkt euch Leute, offline, Erfolg anklicken. So, zack. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel, ich nehme aber jetzt einfach was durcheinander. Aber das sollte man nicht tun. Gerade deswegen nicht machen. Weil wegen dem scheiß Resetter. Ist mir auch schon passiert. Also ich spreche da aus Erfahrung. Deswegen cheatet besser unauffällig. So, ich zeige euch hier ein paar Folgen. Jetzt speichere ich das Ganze. Also vorher hatte ich in dem Spiel nur, warte, lass mich mal kurz zusammenrechnen. 50 Gamerscore. Man sieht ja die Erfolge, die ich freigeschalten habe. Ich speichere das Ganze jetzt. Und dann gucken wir uns das Spiel danach an. Ja, nicht genügend Speicher. Das ist irgend so ein Bug. Er macht einfach weiter. Wartet. Jetzt guckt euch Plate Gamer. So. Zack. 90 Gamerscore. Jetzt guckt euch die Erfolge an. Da. Die sind alle freigeschalten. Sind alle frei. Und zwar dieses Hacking-Programm hier, Xbox 360 Profile Editor, packe ich euch in der Beschreibung unten rein bei YouTube, das könnt ihr dann das Ganze runterladen. Also ich bedanke mich fürs Zuschauen und ja, das war's, das kleine Tutorial von mir, ne? Tschüss!